Das betonen wir gerne, denn wir ziehen manchmal seltsame Blicke auf uns. Die beiden Väter, die hauptsächlich die Organisation von Hochzeiten auf dem Smith Mountain Manor übernehmen, kümmern sich um die Kinder, wenn wir an 4 Tagen in der Woche zur gleichen Anwaltskanzlei fahren. Leider gab es nicht immer so gute Nachrichten. Nach der gemeinsamen Hochzeit am 4. August 2018 verbrachten wir die nächsten 2 Jahre in demselben Haus, etwa eine Stunde außerhalb von Richmond, Virginia. In dieser Zeit erlitten Brianna und ich jeweils eine Fehlgeburt in den frühen Stadien unserer Schwangerschaft. Es war eine sehr schwere Zeit für uns vier, aber wir gaben nicht auf. Ich wurde nur wenige Wochen nach meiner Fehlgeburt mit Jet schwanger, während Brianna wenige Monate nach ihrer Fehlgeburt mit Jax schwanger wurde. Die Ärzte warnten uns aber davor, weil Jet und Jax als quaternäre Brüder geboren werden. Obwohl dies eine interessante genetische Kuriosität darstellt, sind damit auch einige Nachteile verbunden. Da die Kinder genetisch fast identisch sind, können Gesundheitsprobleme oder genetische Anomalien in der Familie eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, bei den Nachkommen aufzutreten. Aufgrund der hohen genetischen Ähnlichkeit können die Kinder leichter verwechselt werden, was zu Verwirrung führen kann, insbesondere in den ersten Jahren. In rechtlichen Angelegenheiten wie Erbschaft oder Sorgerecht könnten Komplikationen auftreten, da die gesetzlichen Bestimmungen normalerweise auf traditionellere Familienkonstellationen abzielen. Zudem könnten unsere Kinder verwirrt sein, wenn sie älter werden und herausfinden, dass sie nicht nur Cousins, sondern auch genetische Brüder sind. Dies könnte zu Identitätsproblemen führen und die familiären Beziehungen komplexer gestalten. Auch die Aufteilung der Schlafzimmer und Schränke, um die Privatsphäre zu wahren, könnte auf lange Sicht problematisch sein. Die Trennung von persönlichem Raum könnte zu einer ständigen Quelle der Unzufriedenheit werden. Jedoch lassen wir uns von den Nachteilen nicht beeinflussen und sind mit der aktuellen Situation sehr glücklich. Wir überlegen sogar noch, weitere Kinder zu bekommen und unsere Familie zu vergrößern.